Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Heute bekam ich eine sehr nette Mail, in der jemand schrieb: Hilfe, meine Zeitleiste ist weg. Das war so praktisch, um zu sehen, wann was irgendwie fällig ist und überhaupt und wo sehe ich jetzt meine Termine. Deswegen zwei kleine Hinweise. Erstens mal, ihr findet alle eure Termine weiterhin im Kalender. Wenn ihr also auf den Kalender klickt, hier März, und dann seht ihr immer noch, wann was fällig ist und das dann sogar in der hübschen Kalenderansicht. Ist ein bisschen übersichtlicher, vielleicht für einige Leute. Diejenigen, die ihre Zeitleiste aber unbedingt wieder haben wollen, ich habe sie tatsächlich weggemacht, um das Dashboard zu vereinfachen, die klicken hier auf diese Seite bearbeiten. Und dann seht ihr hier, dass es die Möglichkeit gibt, hier die Zeitleiste, wenn man nach unten scrollt, anzeigen zu machen. Dann klickt man auf Zeitleiste anzeigen und dann ist sie wieder da und jetzt könnt ihr sie euch auch noch wieder nach oben ziehen, wenn ihr sie oben haben wollt. Zack. Und dann wäre die Zeitleiste wieder da und alles ist wieder so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wenn ihr fertig seid, sagt ihr, diese Seite ist fertig und dann seid ihr fertig. Auf diese Art und Weise kann man sein Dashboard selber konfigurieren. Jo. Das mal so als kurzen Hinweis.